Auf dem neuen Album On Fire interpretieren der Heidi Müller und seine Band Bruce Springsteen Songs. Sehen und hören kann man der ehemalige Tagesschau-Moderator am 13. September im Forum Würth Arlesheim. Tickets gibt es unter 061 705 95 95 oder über forum-würth.ch. Erika Grossenbacher lebt in Hochwald zwischen Garten und Malerei. Ihre Kunst erinnert an den Expressionismus von Marc Chagall. Und die Bilder atmen Bezug zu der geliebten Natur. Sie hat schon früh angefangen zu malen. Als Kind habe ich eigentlich schon immer gemalt. Ich habe nicht so viel, wie soll ich sagen, ich war sehr ein ruhiges, stilles Mädchen und habe für mich dann einfach gemalt. Und das hat mich irgendwie, habe ich das immer toll gefunden. Obwohl in der Schule hat es dann immer geheißen, man macht keine roten Bäume oder keine blauen Bäume. Und ich habe dann einfach weitergemacht und habe es dann einmal bleiben lassen, weil ich dann anders weitergegangen bin. Aber später dann einmal hatte ich einfach immer Freude gehabt, trotzdem als junge Frau immer am Malen und habe Geschenke gemacht. Und so hat das eigentlich angefangen. Und mein Mann ist eigentlich dann derjenige, der dann gefunden hat, also du machst so tolle Sachen, also wenn du mal so eine Sammlung hättest, dann machen wir eine Ausstellung. Und ich habe das dort fast nicht geglaubt, aber es ist dann so weit gekommen. Gartenvier und Journalisten schreiben über Erika Grossenbachers zauberhafte Welten. Tatsächlich hat man bei ihr das Gefühl, in verwunschene Landschaften einzutauchen. Die Welt ist nicht immer zauberhaft, aber manchmal in meinem Bauch. Und irgendwie durch meinen Garten auch. Ich habe einfach gelernt, mit Geschichten vom Garten aufzunehmen und das in Bilder zu verwandeln. Irgendwie. Und ich habe auch immer gerne Märchen erzählt, also auch Geschichten überhaupt, so also lustige. Und die Kinder hatten immer Freude. Als meine Tochter klein war, haben wir immer sehr viele Kinder hier, wo ich gekasperlet habe. Also einfach so eine Welt. Aber ich habe natürlich auch eine ganz andere Welt noch in mir. Also, was so jeder Mensch hat, eine traurige und manchmal auch eine sehr, wie sagt man so, der innere Säuhund, oder wie man dem sagt, dass ich das auch immer habe. Ihre Garten und ihre Malerei haben einen langen Entwicklungsweg hinter sich. Sie ist dabei der Liebe zu den Pflanzen und dem Geschichtenerzählen treu geblieben. Also, als wir auf das Hochwald gekommen sind, das ist jetzt auch schon 35 Jahre her, da war natürlich zuerst nur eine Heumatte und eben, wir sind Familie gewesen. Ich hatte eine Tochter, hatte hier viel zu tun und der Garten hat eigentlich mit kleinen Schritten hat auch angefangen zu wachsen. Und ich war ein Stadtkind gewesen. Ich bin am Klosterberg aufgewachsen in Basel, neben Atlantis bin ich gross geworden. Bin aber lange eben im Landdienst gewesen und habe durch das im Landdienst bis 17 viel für Gemüsegärten und Blumengärten erlebt und geschafft. Und das konnte ich dann hier brauchen. Das habe ich alles wieder so vom Bauch aus wieder vorgeholt. Natur ist die Inspirationsquelle von der Erika Grossenbacher. Beides bedeutet Kraft und Motivation. Also wenn ich im Garten arbeite, dann ist immer das Wetter anders. Es ist einmal scheint die Sonne, dann ist wieder neblig und dann regnet es. Und ich bin wirklich viel, viel draußen im Garten. Und ja, man hat dann sehr viele Farben, die man aufnimmt. Man hat Bewegungen vom Wind. Und irgendwie ist das etwas, das mich fasziniert und das ich dann auf Bilder bringen kann. Mit diesen Farben, die ich dann so aufnehme. Und dann tue ich sie umsetzen. Also ich finde es etwas Tolles und ich finde es auch toll, mit Menschen das zu teilen. Also der Garten wie auch Kunst. Das ist ganz extrem. Das beflügelt mich immer mehr und weiter. Und eben mit der Zeit kann ich dann einfach meine Bilder so steigern mit Farben und das finde ich etwas vom Schönsten. Das gibt einfach viel Mut und Glück. Spritzenhäusli in Oberwil ist eine wiederkehrende Liebe von ihr. Sie stellt dort bereits zum dritten Mal aus.
Ich war mal an einer Ausstellung im Spritzerhäuschen und dann habe ich Claudia Dübling kennengelernt und wir haben darüber berichtet und sie hat dann einfach gefunden, ich sollte doch auch mal bei ihnen im Spritzerhäuschen ausstellen, ob ich das einmal möchte. Und ja, ich habe gefunden, toll, also machen wir. Und dann bin ich das zweite Mal wieder angefragt worden, und das dritte Mal. Vom 1.9. bis am 23.9. Und ich freue mich natürlich drauf. Und ich freue mich auch für den grossen Besuch und die Leute wieder zu sehen. Und es ist immer eine tolle Sache dort, im Spritzerhäuschen. Die laufende Ausstellung stösst bereits auf reges Interesse. Die Leute an der Vernissage waren begeistert.